Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, auch wenn es nicht so ganz in Ihr Weltbild passen mag, Migration ist kein Recht. Sie haben geschworen, liebe Minister, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Halten Sie sich daran, Zuwanderungssteuerung gehört auf die nationale Ebene, nicht auf die europäische. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben kein UN-Mandat und keine politische Strategie für das Land. Deshalb, meine Damen und Herren, sind die Angriffe auf vermeintliche Produktionsstätten chemischer Waffen ebenso völkerrechtswidrig wie politisch verfehlt. Und Sie wissen, als allererstes erreichen Sie das nicht mit Sanktionen, dann verhandelt keiner mit Ihnen, Herr Maas, sondern mit einem Gespräch in Moskau. Und keine Sanktionen, sondern die Gespräche mit Moskau garantieren den europäischen Frieden. Da müssen wir hin, das muss das deutsche Ziel sein. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Wir als AfD treten dafür ein, eine stabilitätsorientierte Friedenspolitik mit Augenmaß zu betreiben. Garant einer solchen Politik ist eine Bundeswehr, deren Einsatzbereitschaft sowie materielle und personelle Ausrüstung dem Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung gerecht werden. Sie wollen keinen robusten Einsatz gegen Terror, gegen Kriminalität und irreguläre Migration, weil Sie die Risiken scheuen. Sie und Ihre Fraktion doch Gegner davon. Sie wissen doch gar nicht, was das bedeutet. Ach, Herr Hofreiter, Sie haben doch nicht mal eine Kaserne von innen gesehen. Dass fünf Piraten, die ein deutsches Schiff mit Panzerfäusten und Sturmgewehren angriffen, auf Steuerzahlerkosten nun frei in Hamburg leben und nicht abgeschoben werden können, verdeutlicht übrigens ein weiteres Mal, wie hilflos unser Staat dem Migrationsgeschehen gegenübersteht. Die Asylindustrie kann nur gewinnen, Deutschland kann hier nur verlieren. Lediglich auf Bundesebene, gerade dort, wo die Schicksalsfragen der Nation entschieden werden, ist den Bürgern die konkrete Mitbestimmung bis heute verwehrt. Weder wurden die Deutschen zur Einführung des Euro befragt, noch hat jemals eine Volksabstimmung bei der Abgabe von nationaler Souveränität an die Europäische Union stattgefunden. Zu Frau Hasselmann, wenn der Antrag zu langweilig, zu trocken und Zitat leidenschaftslos ist, dann malen Sie halt Regenbögen drauf. Die Regierungspolitik der letzten 20 Jahre von Union, SPD und Grünen lässt sich mit nur einem einzigen Wort zusammenfassen. Wohnraumbremse. Das beste Rezept, die Armut zu bekämpfen, ist, dass der Bundestag endlich nicht mehr wie ein willfähriger Erfüllungsgehilfe Brüssels agiert, sondern wie ein souveränes Parlament für die Interessen des deutschen Volkes. Und daher fordern wir Sie auf, kehren Sie von Ihrem Irrweg der Vergangenheit um. Handeln Sie endlich in diesem Sinne. Gleichzeitig startet diese Bundesregierung immer wieder Angriffe auf die Privatsphäre der Bürger, gefährdet selbst die IT-Sicherheit und kann von staatlicher Überwachung unbescholtener Bürger gar nicht genug bekommen. Diesem Treiben gilt es entschlossen entgegenzutreten. Und die machtpolitischen Risiken supranationaler Schiedsgerichte, die will die FDP nicht sehen und schweigt sie statistisch klein durch diese Tricks, die ich genannt habe. Es kann also bei Fällen knapp unterhalb der 20.000-Euro-Grenze passieren, dass zweimal ein Richter entscheidet und dann ist es aus. Halten Sie das für fair? Ist das der Rechtsstaat? Führt dies zur Akzeptanz von Entscheidungen? Ihr Ansatz, dass verbotene Verhaltensweisen faktisch toleriert werden, wenn nur häufig genug gegen das Verbot verstoßen wird, führt zur Erosion des Rechtsstaats und zum Verlust der Akzeptanz des Rechts. Wenn Sie sich weigern, den Forderungen des Bundesverfassungsgerichtes Genüge zu tun, nach dem Motto, stell dir vor, das Verfassungsgericht spricht Recht und niemanden interessiert's, dann fügen Sie der langen Liste der von Ihnen begangenen Rechtsbrüche einen weiteren hinzu. Das Problem sind nicht die Abgase der Fahrzeuge, das Problem sind die absurd niedrigen Grenzwerte für Stickoxide. Daran sieht man, hier geht es nicht um die Gesundheit der Menschen, sondern hier ist jedes Augenmaß, jede Abwägung, jede Verhältnismäßigkeit und Zweckmäßigkeit auf dem Altar einer irrationalen Autoabschaffungsideologie geopfert worden. Und während reiche arabische Staaten jegliche Solidarität vermissen lassen, nimmt Deutschland Millionen von Muslimen auf. Das ist nur scheinbar christlich.
Damit übernehmen wir uns in unserer nationalen Überheblichkeit. Die AfD-Fraktion nimmt diese entsetzliche Entwicklung nicht hin. Die Christenverfolgung muss gestoppt und bekämpft werden. Im Fraktionspapier der CDU wird erstmals die Aussage von uns Eurokritikern seit mindestens 8 Jahren bestätigt. Zitat: Der EWF hat möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf das nationale Budget. Na sowas, das ist unsere Rede seit 8 Jahren. Der EWF ist mit einem sozialen Marktwirtschaftsbezug vollkommen gescheitert. Deswegen lehnen wir ihn ab. So wenig ein Mops eine Wurst bewacht, so wenig ist die Begehrlichkeit des Fiskus nach Steuern zu zügeln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das können Sie hier wieder wunderbar austesten. Alle diese Maßnahmen für den Landwirt über das Verbot hinaus angesprochenen Wirkstoffe auch einen ökonomischen Anreiz zur Nachhaltigkeit bieten. Denn am Ende muss dieser alleine seine Entscheidungen zuvorderst im Hinblick auf sein Portemonnaie treffen. Die USA haben die Mitwirkung am globalen Pakt für Migration gekündigt. Das ist ein No-Border-Programm. Und Sie haben recht, ein Pakt zur Aufhebung der Grenzen. Und eine Welt ohne Grenzen ist eine ähnliche Illusion wie Wohlstand ohne Arbeit. Meine Damen und Herren, achten Sie bitte auf die Zeit. Ja. Meine Damen und Herren, am Fries dieses hohen geschichtsträchtigen Hauses steht nicht der ganzen Welt. Meine Damen und Herren, dort steht dem deutschen Volke. Vielen Dank.